Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Doors Paradox. Level 14, die Kapitel? Nein, die samtende Hürde. Bürde. Gott, was ist denn los hier? Kapitel 1, Level 14, samtende Bürde. So, jetzt aber. Ich glaube, ich habe in der kurzen Pause einfach mein Gehirn in der Küche gelassen. Oh, ist das schön bunt. Das funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir erst noch einen Teil in die Mitte setzen. V2. Okay, müssen wir gleich eine Rakete schießen. B1. Wenn die Zombies kommen, können sie es wenigstens direkt zubereiten. Hm. Fair point. Nee, da wollte ich nicht hin. Parfüm. Okay. Kann ich das Ding drehen? Nee. Aber das Ding kann ich drehen. Vor lauter Selbstgefälligkeit hast du das Kind in dir vergessen. Wo kommt das auf einmal her? So, das Rad, 18 Grad nach links. Okay, nein, es hat vier... Ja, okay. Ich sehe schon, es gehört da nicht hin. Hab ich verstanden. Oh, okay. Nee, jetzt laufen die weg. So, B1, V2 wussten wir schon. Z3, A4. Nicht. B1, V2. Hä? B1, V2, Z3, okay. Ich bin verwirrt, warum funktioniert das nicht? B1, V2, Z3, A4. B1, V2, Z3, A4. Ich probiere das jetzt noch einmal. So, B1. Aber das ist es nicht. Okay. Dann, kann ich das nur weiter runterziehen? Nein. Auch nicht. Okay, warte. B1, V2. Hä?
Also es muss auch noch irgendwas mit den anderen zu tun haben. Also vielleicht brauchen wir genau die vier dann nicht und müssen dann aber. Oh, warte. Nee. Das macht nicht so richtig Sinn. Aber okay, so. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber eigentlich ist das, glaube ich, auch richtig. Maybe. Nee. Also meine Idee ist, dass wir jetzt irgendwie wissen, welche Zahlen irgendwie A, B, V und Z zugeordnet sind und daraus irgendwie beschließen können, was wir S, Y, R und X zuordnen. Und damit dann irgendwas anfangen. Ich weiß nur nicht was. Und ich hatte schon überlegt, ob es irgendwie um gerade Linien geht. So, das Z hat halt drei gerade Linien, das V hat zwei gerade Linien, das B hat nur eine gerade Linie, aber A hat halt nicht vier. Aber ich glaube, ich denke da auch schon wieder zu kompliziert. Vielleicht müssen wir auch nur irgendwas mit dem Parfüm machen. Ja, nun. Okay, also es ist quasi Z, A, B, V. ZABV. Ja, nun. Manchmal kann es so einfach sein. Hey, das kenne ich doch irgendwo ja. Okay. So viel dazu. Hätten wir alles Sammelobjekte? Ich bin mir unsicher. Ich glaube ja. Der Königsturm. Oder der Königssturm. Ich bin mir unsicher. Okay, es fährt schon immer in der gleichen Geschwindigkeit hoch und wieder runter, ne? Okay. Ich bin irgendwie von diversen Escape Rooms irgendwie so drauf getrimmt, dass ich jetzt erwartet hätte, dass hier ein Morsecode drin steckt, je nachdem, wie schnell das hoch und wieder runter fährt. Aber so komplex ist das hier, glaube ich, nicht. Song auf der Uke. Ja, machen wir. Soon TM. Du bist den ganzen Tag hier? Verdammt. Nein, Quatsch.
Erstmal nehmen wir die Sanduhr mit und die Schere und den Edelstein. Und dann machen wir oben mal die Tür auf und nehmen die Sanduhr und den Edelstein mit. Dann müssen wir nur noch die Schriftrolle finden, die liegt hier. Dann haben wir schon mal alle Clickables. Das ist doch auch was. Du bist der König deines eigenen Schlosses. Aber das Schloss ist leer. Das ist natürlich bedauerlich. Oh, ich habe quasi... Warte. Ah, okay. Verstanden. Okay. Das zeigt auf kurz vor 10. Das auf 5:30. Jetzt ist nur noch die Frage, wo stellen wir das ein? Ich wage zu bezweifeln, dass das diese Geräusche macht, aber okay. So, dann schließen wir doch mal die Truhe hier auf. Dann haben wir Uhrzeiger. Kleiner Pfeil. Naja, nicht ganz. Okay, kurz vor 10 und der andere auf 5:30. Alles klar. Du so dahin. Du so dahin. Nice. Das lief doch. Der Wächter. Oh, wir kriegen was mit Ägypten-Setting. Ich freue mich drauf. Da bin ich ja fast immer für zu haben. Okay, damit müssen wir irgendwas machen. Da ist auf jeden Fall die Schriftrolle. Nee, das ist ein Hebel. Ich schätze, wir müssen da erst was reinlegen. Da ist aber auf jeden Fall der blaue Edelstein. Da ist die Schriftrolle. Als dein Vater angerufen hat, warst du beschäftigt und jetzt ist es zu spät. Warte. Irgendwie ergibt das alles noch gar keinen Sinn. Okay, das ist ein Hinweis für irgendwas. Fett. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis für einen Sub. Bismarck, vielen, vielen Dank für 21 Monate. Dankeschön, das sind fast 4 Jahre. Vielen Dank. Wie ist das Game so? Bislang ganz cool. Also es ist halt relativ casual, aber trotz allem relativ umfangreich. Also es hat wohl, wenn ich es richtig gesehen habe, so 58 Level. Das ist schon ganz ordentlich. Und es ist nicht so komplett super obvious. Also so hier und da muss man schon ein bisschen denken und suchen. Ah, guck mal, das Ding können wir auch noch verstellen. Okay, wir können nicht den Ritter weg... Also wir müssen bestimmt den Ritter irgendwann wegschießen, aber ich weiß noch nicht mit was. Muss erstmal finden, wo wir die Sachen reinhaken. Okay. Also die Grundidee ist richtig, aber irgendwie noch nicht. Es fehlen noch Dinge. So. Machen wir den Shit doch mal hot und dann probieren wir das nochmal.
Ah, es sieht doch noch was aus. Hier ist mein Kreuz. Vertrau mir, es ist kalt. Genatzt. So, dann haben wir die Dinger. Die können wir hier einsetzen. Uns fehlt noch der rote Edelstein, ne? Nun, nicht doch. Wait. Ja, nee. Nicht so. Das ist fast gut, aber auch nur fast. So. Messer. Okay. Aber fehlt uns nicht immer noch der rote Dingsi? Glaub schon, oder? Aber vielleicht sind wir auch einfach noch nicht fertig. Das Messer packen wir nicht da rein, oder? Nee. Auf die Fackeln? Keine Ahnung. Das ergibt für mich noch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Kann ich mit dem Messer... Natürlich kann ich mit dem Messer. Wow. Dein Ernst? Die Animation war noch langsamer. Das ist keine Briefmarke. Briefmarke kommt. Wo hatte ich das denn gesehen? Ist bescheuert? Ah, hier. So, Kanonenkugel. Und wir schießen tatsächlich den Ritter rum. Jawohl, ja. Okay, dann auf zum ägyptischen Grab. Das guckt mich jetzt schon an. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. So, erstmal die wichtigen Sachen mitnehmen. Okay, das wird irgendein Code sein. Maybe. Danach konnte nichts mehr dein Streben nach Reichtum aufhalten. Irgendwie ergibt das für mich alles noch keinen Sinn, aber okay. Was weiß ich schon. Ich bin schließlich nur die Putzkraft. Okay. Da werden wir irgendeine spezielle Kombination brauchen. Wo kriege ich denn wohl die Fackel an?
Okay, es hat nichts mit den Geräuschen zu tun, die scheinen random zu sein. Guck mal, hier sind 8 Symbole. Kann ich mir die irgendwie ein bisschen besser angucken? Stern, Stern, Kreis meine ich. Viereck, Wellen, keine Ahnung, was das ist. Vogel, Löwe, Spirale, keine Ahnung. Das haben wir doch bestimmt hier drüben irgendwo oder irgendwo anders. Irgendwo können wir das mit Sicherheit... Oh, verstehe, da muss Brennmaterial rein. Da können wir einfach da die Fackel reinlegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da muss erst irgendwas Brennbares rein. Ah, da kommt Öl aus der Lampe rein. Und dann entzünden wir das und zünden daran die Fackel an. So. Beleuchtete Fackel. Hier, diese Fackel, ich habe sie angeleuchtet. Ist sie nicht hübsch? Okay, du gehörst nicht da rein. Was ist denn mit den beiden Schalen hier? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Weil ich es mir gemerkt habe. Okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt in dem Sarkophag erwartet, aber bitte. Was? Ach so. Okay. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 4, 2, 6. Nee, das macht gar keinen Sinn, oder? Ja, zwei sind doppelt drin. Also ich kann mir schon denken, worauf das abzielt, aber ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Vielleicht sind es auch zwei verschiedene Codes, ich weiß es nicht. Merken wir uns erstmal 7, 5, 4... 2, 6. Sieben, fünf, vier, zwei, okay. Aber wir können die auch nicht beide miteinander verbinden. Also nicht wirklich. 1, 5, 8, 6, 2. Nein. Nope. Habe ich das mit den anderen nicht genauso gemacht? Okay, wir haben offenbar irgendwas vertauscht. So, dann haben wir die beiden Diamanten. Die tun wir hier rein und hier rein. Ja, moin. Wir alle Collectibles? Weiß ich noch nicht. Achso, wir sind doch noch gar nicht fertig. Oh nein, warum denn? Womit habe ich das denn jetzt verdient? Glaube ich, beide Edelsteine, ne? Ich meine ja. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine ja. Ja. Okay.
Das Haus der Weisen.